Oh, Karen, guck mal. Basta träumt schon wieder. Oh, wahrscheinlich jagt er Eichhörnchen. Tierauftragskiller. Nimm das, zukünftiges Hitlerhuhn. Hallo, Triptank. Passen Sie mal auf, Mann. Sie müssen mir helfen, okay? Sicher, ich tue alles, was ich kann. Ich habe mir Triptank in meinen gottverdammten Kaffee gekippt und jetzt flippe ich aus. Wie haben Sie... Sie sollten zu Ihrer Show echt eine Warnung abgeben, Mann. Es ist unverantwortlich. Könnten wir noch mal kurz zurückspulen? Ja. Was haben Sie mit unserer Sendung gemacht? Ich krieg nichts mehr auf die Reihe. Ich löse mich in meine Scheißbestandteile auf. Sir, ich denke, wir sind nicht verantwortlich dafür, wenn Sie... Sie haben mir diesen Scheiß angetan, Triptank. Sie waren das! Okay, ich verbinde Sie. Zieh dir diesen Spinner rein. Oh, hallo Jungs. Was zur Hölle haben Sie da an, Chess? Oh, das? Das ist ein Dong, ein digitaler Online-neurosexueller Gürtel. Oh, verstehe. Ja, ungefähr so wie mein Wanganzug. Nein, Mr. Winchester, das ist gar nicht wie Ihr Wang. Dieser Dong ist total originell und innovativ. Was kann der denn? Dieses Gerät verwendet die neuesten teledildonischen Erkenntnisse unter Einbindung topaktueller virtueller Realitäts-LMAA-Technologie. Oh, verstehe. Nein, nein, ich habe keine Ahnung, wovon Sie reden. Damit kannst du Fremde übers Internet ficken. Oh mein Gott, Chess! Ich will unbedingt auch so einen haben. War mir klar, aber du kannst keinen haben. Es ist ein einmaliger Prototyp und ich nehme ihn nicht ab. Oh, hallo. Angelacht. Three aliens came from the sky. The Galactic Council sent them. And here's the reason why. Their mission is to study Earth's most average guy. Ob die Menschen es wert sind, sie zu retten oder wir hauen sie zu Brei. Moment, was? Dies ist die Geschichte eines Mannes namens Jeff. Er lebt mit Aliens, er ist dämlich und er ist doof. Was? Was treibt ihr blöden Eierköpfe da vorne? Jeff, bitte! Wir führen ein überaus kompliziertes Experiment durch. Ich habe auch ein kompliziertes Experiment. Wieso findet ihr nicht heraus, was schlimmer stinkt? Mein Sack oder meine Arschritze? Wow! Was zur Hölle ist das für ein Scheiß? Ich wäre so wütend, wenn mich jemand so vor der ganzen Nation demütigen würde. Oh, ich krieg das nicht auf. Aber ich schätze, das muss so sein. Ich kann ja nicht meine Erektion aufrechterhalten. Was hat das denn mit diesem Glas zu tun? Oh Mann, ich bin gespannt, wie sich meine Rolle anhören wird. Wow, das ist super. Wir sind jetzt bin ich traurig. Wer würde so etwas tun? Jemand, der uns gut genug kennt, um so eine Sendung zu machen, aber so wenig Wert auf unsere Freundschaft legt, dass er uns ins Lächerliche zieht, nur um Geld zu machen. Jeff, halt die Kappe. Ihr verpasst die große Musical-Nummer. Sammy. Mein Name ist Jeff und ich muss immer furzen. Ich hab voll die blöde Fresse und einen stinkenden Arsch. What? Denkst du wirklich so über mich, Sammy? Hier gibt es offensichtlich viele Dinge, die unausgesprochen sind und denen müssen wir auf den Grund gehen. Nicht vergessen. Hey, wenn das nicht mein Lieblings-Comedy-Sender ist. Gib mir das Telefon. Gib mir das Telefon! Nein. Hören Sie, ich weiß nicht, für wen Sie sich halten, aber wenn Sie diese Sendung nicht augenblicklich absetzen, dann werde ich Sie... Ja. Hey, dann bringe ich Sie um! Oh, du Idiot! Ach, was soll's. So eine bescheuerte Sendung guckt sich sowieso niemand an. Mehr als 30.000 Menschen sind auf die Straße gegangen, um gegen die terroristische Drohung von heute zu demonstrieren. Wenn Sie diese Sendung nicht augenblicklich absetzen, dann werde ich Sie... Dann bringe ich Sie um! Oh, nein. Moment, Jim, ich krieg grad eine Meldung. Der Präsident wird eine Stellungnahme abgeben. Ich möchte, dass die Terroristen wissen, dass die gesamten Streitkräfte der USA hinter Jeff und ein paar Aliens stehen. Diese Sendung ist alles, woran unser Land glaubt. Hey, Jeff! Wenn du nicht lernst, deinen eigenen Schwanz zu lutschen, werden wir den ganzen Planeten in die Luft jagen. Verdammt! Ich bin zu fett und mein Schwanz ist zu klein! Die Quoten der Sendung brechen sämtliche Rekorde. Und das ist eine starke Botschaft an die feigen Terroristen. Jetzt weiß ich. Ganz genau. Wenn Sie The View nicht einstellen, werde ich Ihr ganzes Gebäude in die Luft jagen. Ihr Schweine! Discovery Channel, wie kann ich Ihnen helfen? Alaskische Buschleute! Stellen Sie das ein oder Sie sind tot!
Terroristen haben gerade Hochzeitsbootcamp bedroht. Schalt es ein. Jetzt gibt es schon 37 Sendungen, die wir gucken müssen, um Amerika zu unterstützen. Politik ist voll anstrengend. Terroristen, Sie sind die Trendsetter dieses Jahr. Ich bin hier in Syrien und versuche, den Pooltrends dieses Sommers auf die Spur zu kommen. Also, welchen dieser Tangas hassen Sie mehr? Ach, hör mal, halt! Warten Sie! Sie wollen meine Show canceln, nur weil die Leute lieber einen Haufen anderer Sendungen gucken? Es ist mir doch egal! Gott sei Dank! Auf den Boden, du kleines Stück Scheiße! Bin ich im Fernsehen? Heilige Scheiße! Das ist ja wahnsinnig! Wenn du noch ein Wort sagst, baller ich dir den Schädel weg! Jeff und ein paar Aliens, eine neue Serie 2016 bei Comedy Central. Sie wollten mich sehen, Coach? Tommy, mein Starspieler! Komm rein! Okay. Die neue Ausrüstung ist heute Morgen angekommen und ich wollte, dass du sie als Erster ausprobierst. Hier, teste den mal, Sportsfreund. Pow! Home Run! Du hast das Spiel gewonnen! Kannst du es dir vorstellen, Tommy? Dein Dad ist auf der Tribüne und er ist so stolz. Mandy Michigan ist auch da. Zum ersten Mal überhaupt nimmt sie dich als sexuelles Wesen wahr. Ihr beide unterhaltet euch und geht noch auf eine Party. Du bittest Mandy, dich zu deinem Auto zu begleiten. Und da lasst ihr euren Begierden freien Lauf und habt am Ende ungeschützten Sex. Was? Mandy wird schwanger und du bist gezwungen, dein College-Stipendium aufzugeben, um das Baby aufzuziehen. 20 Jahre später hat Mandy 40 Kilo Übergewicht und ein verblassendes Schmetterlingstattoo auf ihrem Nacken. Du siehst sie dir gründlich an, während sie einen enormen Eimer Chicken Wings verdrückt und du fragst dich insgeheim, was hätte sein können? Was? Keine Ahnung, Mann. Ich hab's irgendwie satt, jeden verdammten Tag Hotdogs zu futtern. Komm schon, Roy. Hotdogs sind köstlich und das weißt du. Jungs, fantastische Neuigkeiten. Ich werde heiraten. Was? Sie heiraten? Nie im Leben, Chess. Tun Sie das nicht. Das ist eine Falle. Ich habe mit meinem Dong eine junge Frau kennengelernt und wir haben uns verliebt. Oh, Jungs, ich bin verliebt. Und es sollen alle wissen, Chess Sinclair ist verliebt. Das ist wundervoll, Chess. Ich schmeiße mir selbst heute Abend eine Junggesellenabschiedsorgie in meiner Villa in den Bergen. Eine letzte Kostprobe sündiger Unzucht, bevor ich den Bund fürs Leben eingehe. Ihr zwei müsst einfach kommen. Wow, ein Junggesellenabschied? Scheiße, ja. Ich sehe euch beide exakt um Schlag Mitternacht. Nacht mit Betonung auf dem Wort Schlag, wenn ihr wisst, was ich meine. Ich denke, wir wissen es. Ich meine, bei mir wird eine Menge perverser, sexy Sachen abgehen. Das meinte ich mit dem Wort Schlag. Es wird der Hammer, glaubt mir. Raumfahrer, macht euch bereit für das wundertastischste, fangantistischste Abenteuer eures Lebens mit eurem Kumpel. Mit mir! Ich bin Ricky, die Rakete! Diese Straße gehört den Cracks, Bitch. Wenn du hier reinkommst, bist du tot, Junge. Oh. Sag das doch meiner Knarre hier oder meiner Hand genau hier. Das hier ist Mörderterritorium. Nee. Guck dir mein Ding an. Du gehst ein. Verpiss dich. Wenn ich sage, wir töten diese blöden Arschlöcher, dann töten wir diese blöden Arschlöcher. Eins, zwei... Wartet! Wer zur Hölle bist du? Ich bin Ricky, die Rakete, die spastastischste Rakete, die es je gegeben hat. Bist du kugelsicher, Bitch? Nein, Bitch, ich bin eine Rakete. Hört mal alle her, wir müssen nicht kämpfen. Stellt euch vor, was passieren würde, wenn wir alle miteinander auskommen würden. Wir sind alle beste Freunde, in guten und schlechten Zeiten. Wir können alles schaffen, wenn wir es zusammen machen. Das Leben ist sehr kurz, am Ende sterben wir. Drum genießen wir den Moment mit einem leckeren Stück Pizza. Was für ein Idiot, was? Das verstehen Sie nicht. Denkt nach. Was würde McLemore in dieser Situation sagen? Vergiss den ganzen Unsinn. Sag einfach nur die Wahrheit von ganzem Herzen, Ricky. Sprich nur die Wahrheit aus. Klasse. Danke, McLemore. Oh, yo. Und übrigens, wenn du mein neues Album kaufen willst... Nein! Kinder, Gangbrutalität sollte man nicht auf die leichte Schulter nehmen. Wir sind nicht alle unter den besten Bedingungsbums aufgewachsen, aber ein herzhaftes Lachen bringt uns alle zusammen. Wir sind zwar unterschiedlich, lateinamerikanisch, schwarz, weiß, asianesisch oder diese Ethnie mit den winzigen Ellbogen. Aber ihr werdet sehen, dass auf dieser Erde Platz genug für uns alle ist, wenn ihr den Klimawandel und die Überbevölkerung leugnet wie ich.
Wen juckt es, wenn Jimmy letzte Woche Susis Haus angezündet hat und mit ihrer kleinen Schwester los ist? Was? Das warst du? Oder dass Iggy einen Molotow-Cocktail in die Dienstagsbude geworfen hat und sie gebrannt hat wie ein Weihnachtsbaum? Gewalt erzeugt nur Gewalt, bis wir uns entscheiden, sie zu stoppen. Dieses Land ist unser Land, vom Atlantik bis zum Pazifik. Machen wir es gemeinsam zu unserem Land. Was sagt ihr? Nein! Sterben ist scheiße. Oh, scheiße! Sie werden dir niemals glauben, Ricky! Schnell Beweise verstecken! Da-da-da-da-da! Guten Abend, Leute! Willkommen zu den Shitfuck-Shitfuck-Nachrichten! Ich bin Bootfucker McGillicuddy. Die heutige Meldung des Tages... Tja, Leute, das Wochenende nähert sich mit großen Schritten und die große Frage, die alle haben, Wetter! Unsere Wetterfee Ruth Dixby weiß mehr. Hast du was für uns? Danke, Bootfucker. Wie es aussieht, ist ein heftiges Mordsunwetter im Anmarsch. Das sind schlechte Nachrichten für alle, die im Garten grillen wollten, aber gute Nachrichten für kleine Ratten in Zeitungsboten. Guck mal, sein kleiner Hut, so verflucht niedlich. Ich würde ihm am liebsten das Hirn rausquetschen und... Nun ist es Zeit für den Sportreport. Der alte Shitsticks rennt um sein Leben, aber oh, das miese Bullenschwein holt ihn ein. 10 Meter, 6 Meter, oh, 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 er holt weiter auf. Und oh, Wahnsinn, eine verheerende Blutgrätsche. Haha, ich kann Knochen sehen. Zurück zu euch, Kollegen, im Studio. Nun, wie viele von euch wissen, ist die Chemtrail-Kontroverse serial. Zugeschaltet ist jetzt unser Auge am Himmel mit einem Exklusivbericht. Herzlich willkommen, Wolkenkratzi. Hallo, Bootfucker. Nun, Wolkenkratzi, Sie verbringen den ganzen Tag mit dem Kopf in den Wolken. Sprichwörtlich. Was können Sie uns sagen? Es ist grauenvoll. Den ganzen Tag fliegen Flugzeuge hin und her und verschleudern Chemikalien über der ganzen Stadt. Aber warum sollten Sie das tun? Wegen Obamacare. Das macht natürlich Sinn. Wolkenkratzi, tut mir leid. Moment, soeben höre ich, dass das große Match in die Verlängerung geht. Leute, Leute, bitte, ich bin sicher, wir können alle gemeinsam Liebe und Frieden finden. Obamacare! Blutfüll! Hört auf zu kämpfen! Deswegen habe ich ein Drogenproblem. Das waren die Nachrichten. Haben Sie noch eine schöne Nacht? Und einen angenehmen Morgen? Das wird jede Menge Klicks bekommen. Heiliger Caligula. Wow, das ist ja wie in Porky's 3, Porky's Rache hier drin. Oh nein, Roy, wir sind von nackten Menschen umgeben. Ich könnte einen Ständer kriegen. Was mache ich, wenn ich einen Ständer kriege? Was? Du hast noch keinen Ständer? Ständer sind doch der einzige Sinn und Zweck dieser Übung, Mann. Oh, Jungs, ihr habt's geschafft. Wunderbar. Ich bin's, Chess Sinclair. Hey, Tony, super Ständer da vorne, Kollege, weiter so. Geile Ständer, meine Herren. Siehst du, hab ich doch gesagt, Mann, Latten sind angesagt. Los geht's. Also, wie soll das ablaufen, Chess? Du weißt schon, wie ist das Protokoll für so eine Nummer? Also, ihr fangt jetzt an, indem ihr euch erstmal komplett auszieht. Oh, das machen wir gern. Das wird der Wahnsinn. Und dann zieht ihr diese Kellneruniformen an. Oh. Die Serviertabletts sind in der Küche, das Fingerfood muss raus. Und zwar pronto. Und eine Sache noch, Jungs, Ständer sind verboten. Oh, Mann! Tierauftragskiller. Moment, was ist gerade passiert? Cocktailwürstchen? Italienische Salami? Würstchen gefällig? Riesenwurst anzubieten? Mem, darf ich Ihnen eine... Oh, tut mir leid, Ihr Mund ist ja schon voll. Die beide sehen aus, als hätten Sie ganz schön Appetit. Ein wenig italienische Wurst dazu gefällig? Wusste ich mir doch, dass ich euch beide hier treffe. Ashley, bist du das? Ja, ich habe mich auch breitschlagen lassen, hier zu arbeiten. Als Chess mich zu seiner Orgie eingeladen hat, um Schnittchen zu servieren, hatte ich mir das etwas sexier vorgestellt. Schnittchen? Wurst? Würstchen? Ich habe auch Roastbeef.
Hör zu, Rookie. Du weißt, ich lieb dich voll, Mann, aber du kannst nicht bei den Crips mitmachen. Komm schon, Mann. Ich hab mir den Arsch für die Gang aufgerissen. Ja, du hast dich angestrengt, aber du bist farbenblind, Alter. Gar nicht. Was meinst du? Welche Farbe hat dieser Becher? Mann, wir sind Crips, Mann. Er ist blau. Nee, Alter, er ist rot. Das ist mein Elmo-Becher. Elmo ist rot, Nigga. Na gut, Mann. Scheiß drauf. Ich bin farbenblind. Na und? Na und? Wir sind Crips. Wir tragen blau. Wir hassen die Bloods. Die tragen rot. Du kannst den Unterschied nicht erkennen. Kann ich wohl. Pass auf, Homie. Ich hab's nicht übers Herz gebracht, es dir zu sagen, aber du hast allein im Juli 16 unserer Brüder umgelegt. Yeah. Wer ist jetzt der King, ha? Ihr seid alle tot. Weißt du noch letzte Woche, als ich dir gesagt habe, das graue Auto an der Ecke Florence und Crenshaw zu durchsieben? Mann, fick dich, hab ich gemacht. Ja, das stimmt, aber du hast alle Autos in der Straße durchlöchert. Was willst du, Alter? Die waren alle grau. Nein, du hast Scheiße gebaut. Die Jungs in Blau haben uns die Hölle heiß gemacht. Aber wir sind die Jungs in Blau. Die Bullen und die Crips tragen beide Blau. Das klingt nach schlechter Planung. Wir hätten schwarz sein sollen. Pass auf, Mann. Ich mach mir Sorgen um dein Wohlergehen, Alter. Okay, Mann, ich hab's kapiert. Hookie, das Kopftuch, das du anhast, ist nicht blau. Na, verdammt. Hör zu, Nasty D. Sag nicht, es ist rot. Nee, Neffe. Das Ding ist pink, Digga! Was? Mann, ich hasse pink. Denke ich. Na gut, pass auf, Neffe. Wenn du die Crips-Zeichen beherrschst und dich deinen Homies gegenüber identifizieren kannst, dann und nur dann gibt es einen scheiß verfickten Platz hier für dich bei den Crips. Yo, danke, Nasty. Ich gehe sofort üben. Hookie ist noch nicht am Ende. Oh, verdammt! Oh, oh, das mit den Haken hatte ich vergessen. Oh. Ja! Willkommen, Freunde. Ich möchte euch allen danken, dass ihr zu meiner Junggesellen-Abschiedsorgie gekommen seid. Wir können dich nicht hören! Ihr könnt mich nicht hören? Okay, ich stelle mich auf den Stuhl. Also, wenn ihr mir vor 2 Tagen gesagt hättet, dass ich mir einen Dong umschnallen und die Frau meiner Träume kennenlernen würde, hätte ich euch gesagt, 50-50 Chance, bestenfalls. Aber ernsthaft, Leute, ich kann euch gar nicht sagen, wie glücklich ich bin, dass ihr hey, so Hey, Roy, wie lange dauern Orgien normalerweise? Müssen wir ganz bis zum Ende bleiben, keine oder? Keine Ahnung, Mann, aber ich war den ganzen Tag auf den Beinen. Meine Füße tun echt weh. Wollen wir danach noch was essen gehen? Ja, ich könnte den Happen vertragen. Und jetzt möchte ich meinen Trauzeugen vorstellen, den weltbekannten Wissenschaftler und Erfinder des Dongs, Professor Klaus von Genito. Oh, danke, Chess. Als ich die Donghose entwickelt habe, konnte ich mir nicht vorstellen, dass sie auch für die Liebe genutzt werden könnte. Weißt du was? Ich kann doch nicht. Ich habe morgen früh Training. Oh ja, gut für dich. Wie läuft das so? Gut, morgen kommen Rücken und Schulter dran. Hey Mann, du musst auf jeden Fall immer die Mitte trainieren. Oh, keine Sorge, da machen wir viel. Meine Mitte ist wie Stahl. Also möchte ich mit euch mein Glas erheben und auf Chess und seine wunderschöne Braut Listerina anstoßen. Oh Mann, diese Listerina hat echt das Glückslos gezogen. Ein Oberei, das über ein unendliches Land von Eiern herrscht. Bürger von Eiermannland! Wenn ich mit eurer Mutter Sex haben wollte, könnte ich das. Und sie würde es lieben! Ich komme zu euch mit aufregenden Neuigkeiten. Ich habe eine Technologie entwickelt, die Art und Weise, wie wir Nahrungsmittel herstellen, revolutionieren wird. Es ist biologisch. Es ist glutenfrei. Es ist nachhaltig und mit Gras gefüttert. Ich präsentiere den Burgertron 3000. Er ist darüber hinaus eine Toilette! Gusto der Geile. Möchtest du einen neuen Helm anziehen? Versuch mal mit dem neuen Helm zu schlagen. Pow! Home Run! Du hast das Spiel gewonnen! Da sitzt ein College Scout auf der Tribüne. Er bietet dir auf der Stelle ein Stipendium an. Zur Feier gibt deine Mannschaft dir zu Ehren eine Party. Es kommen tatsächlich alle, die du kennst. Einschließlich des Drogendealers eurer Stadt. Und er bietet dir ein paar sexy Drogen an. Und du schnupfst, rauchst und schluckst diese Drogen und fährst völlig high nach Hause. Du verlierst die Kontrolle über den Wagen und stürzt von der Klippe. 2 Tage später findet deine arme Mutter deinen Leichnam in einem Graben. Er ist in 2 Teile zerfetzt. Sie weint, während sie versucht, dich wieder zusammenzusetzen. Und als dein Vater es erfährt, erleidet er einen Schock und sein Leben gerät rasend schnell außer Kontrolle. Nach 20 Jahren schwerem Alkoholismus und Gelegenheitsprostitution macht er endlich eine Therapie und sieht ein, dass es nicht seine Schuld war.
Coach? Ja, Tommy? Ihre Söhne kommen nie mehr zurück? Ich weiß. Darf nicht wahr sein! Also, ich bin an die 15 Minuten lang in Chess Haus rumgerannt und habe versucht, eine Toilette zu finden, die nicht von oben bis unten mit Gleitgel verschmiert ist. Und dann... Moment. Nicht weiterreden, ich will das Ende hören. Hallo, Trip Tank. Hören Sie zu, hier ist die Polizei. Wir haben sie umstellt. Wirklich? Ich sehe niemanden da draußen. Wir verstecken uns alle, damit sie uns nicht sehen. Das ist aber komisch. Was war das? Der Chefbulle hat gesagt, dass wir sie ungestraft davonkommen lassen. Alles, was sie machen müssen, ist, sie kommen raus, legen alle ihre Drogen auf die Erde und gehen wieder rein. Sie haben gerade eine super lustige Geschichte unterbrochen, die ich weiterhören will. Also... Oh mein Gott, ich glaube, er wird es tun. Chess, was tun Sie denn hier? Wollten Sie heute nicht heiraten? Nein, ich fürchte, die Hochzeit ist geplatzt. Wie sich rausgestellt hat, ist die Frau, in die ich mich in meinem Dong verliebt habe, gar keine Frau. Sie war so eine Art virtueller Chat-Roboter. Oh, das ist ja scheiße, Chessman. Ja... Offenbar hatte ich eine sexuelle Beziehung mit einer viralen Marketingkampagne für Mundwasser. Das tut mir wirklich leid, Chess. Aber eins kann ich euch sagen. Ihr Gurgeln war mit das Beste, was ich je erlebt habe. Ashley, wir haben 15 Sekunden. Erzähl kurz zu Ende. Ja, du warst bei Chess und hast eine Toilette gesucht. Oh, richtig. Am Ende habe ich hinter einen Gummibaum gemacht. Oh. 3, 2, 1.